weil wir diese Krise nicht auf unserem Rücken austragen lassen wollen. Es folgt ein Redebeitrag von der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht. Wir sind die mit dem Bagger. Kämpferische Grüße an alle, die heute am 1. Mai weltweit gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und das kapitalistische System auf die Straße gehen. Wir befinden uns in der größten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sind diejenigen, auf deren Rücken diese Krise getragen werden soll. Firmen wie Siemens, VW, Daimler, die Telekom haben im letzten Jahr staatliche Unterstützung bekommen. Sie haben das Kurzarbeitergeld finanziert bekommen. Sie haben dafür massenhaft Leute entlassen und auf der anderen Seite ihren Aktionären hohe Dividenden ausgeschüttet. Die 10 reichsten Milliardäre der BRD, die Lidls, die Aldis, die BMWs oder die Milliardäre der Pharmabranche, die haben vom letzten Jahr an, von April bis zum April 2021, ihren ganzen Scheiß Reichtum mehr als verdoppeln können. Auf ganze 240 Milliarden Dollar. So krank ist dieses System. Unser Elend ist ihr Profit. Dieses System muss weg. Unsere Sicherheit, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit, das ist nicht das, was das Kapital und ihre Regierung in diesen Zeiten interessiert. Es geht immer um den Schutz ihrer Profite. Kaum war ein Lockdown mit Betriebsruhetagen vor Ostern im Gespräch, da reichte eine kurze Drohung der Automobilindustrie und stattdessen wurden weiter unsere Freiheit und unser Freizeitverhalten beschränkt. Wir sollen auf soziale Distanz gehen und tagtäglich sitzen wir in einer übervollen BVG und fahren damit zur Arbeit. Wir sitzen mit zahlreichen KollegInnen in Großraumbüros. Wir wissen an den Berliner Schulen kaum, auf welcher Toilette wir uns mit warmem Wasser die Hände waschen sollen. Geschweige denn, wie wir SchülerInnen gleichzeitig in einem Klassenraum testen und wie man an einem Tag Wechselunterricht mit gleichzeitiger Kinderbetreuung hinbekommt. Seit über einem Jahr sind wir von der permanenten Gefahr bedroht, uns anzustecken. Wir sind mit Entlassungen oder Kurzarbeit konfrontiert, mit prekären Löhnen und gleichzeitig rasant steigenden Mieten und Lebenskosten. Die Betriebs- und Personalräte in den Betrieben sind mit zahlreichen Verstößen gegen den Arbeitsschutz und gegen die Corona-Hygienevorschriften konfrontiert. Unter dem Deckmantel der Pandemie wird die Demokratie weiter abgebaut. Unsere Mitbestimmung ist bedroht. Kämpferische Betriebsräte werden systematisch schikaniert und rausgedrängt. Und gerade die rot-rot-grüne Landesregierung herrscht in vielen landeseigenen Betrieben nach Gutsherrenmentalität. Sie sourcen Personal in landeseigene, tariflose Billigfirmen aus. Oder sie vergeben gerne Aufträge an betriebsratslose und tariffreie Firmen. Ob bei der Prekarisierung der Löhne im Gesundheitswesen, beim Ausverkauf der S-Bahn, bei der Deregulierung auf dem Taximarkt, ob am Botanischen Garten, an der Charité, an den Unis oder in den Bezirksämtern. Es ist hier der rot-rot-grüne Senat, der die Prekarisierung und die Umverteilung von unten nach oben massiv vorantreibt. Und von unseren Gewerkschaften kommt so gut wie gar keine Gegenwehr. Dagegen organisieren wir uns, kämpfen wir im Bündnis gegen Outsourcing und Prekarisierung für die Rückkehr aller Landesbetriebe in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, für eine Bezahlung, mit der wir auch unsere Mieten zahlen können, für eine wirklich linke und alternative Politik in dieser Stadt. Organisieren wir uns in einer kämpferischen Plattform gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen die Umverteilung der Krise auf unsere Schultern, für den Klassenkampf. Rotfront! Danke für den Redebeitrag der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht. Wir sind hier für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne,
für bezahlbaren Mietwohnraum und vieles mehr.